Partyrock und Dosenbier, der ist auch schon hundsalt, der kommt auch aus der Anfangszeit, das war immer der Opener eigentlich für die Konzerte. Richtig, ganz lange Zeit, ja. Wir hatten in der Anfangszeit überlegt, was machen wir eigentlich für Musik, weil das so gar nicht so ganz klar war. Es war halt irgendwie ein bisschen rockig, das war nicht wirklich Punk, es war nicht wirklich Deutschrock, es war schwierig zu erklären. Und dann haben wir dann rumüberlegt und der Ingo kam dann irgendwann mit Partyrock. Und zu der Zeit war es eigentlich Usus, dass wir mindestens eine Palette Dosenbier auf der Bühne hatten. Richtig, es war auch dann einfach, ja, es war eine schwierige Zeit, wir waren doch ganz recht gut betrunken, aber eine ganz gute Zeit. Und damals war das Dosenpfand noch nicht da. Stimmt, da konnte man die alten Dosen dann auch beim Veranstalter liegen lassen. Sehr zur Freude der Veranstalter, wenn die Hallen und Kneipen danach voll mit leeren Bierdosen waren, die wir ja teilweise auch ans Publikum verschenkt haben, ja, die Veranstalter und somit die Veranstaltung ihr Bier geprellt haben. Ja. Es war nicht alles schön. Nee, es war nicht alles schön, aber ich muss sagen, damals hat auch Hansa noch geschmeckt. Also wir hatten ziemlich viel, extrem viel Hansa. Richtig. Ja, das war aber ein gutes Bier. Nee, war ne, genau, dieses Partyrock war einfach ein, ja, das ist mir eingefallen wahrscheinlich nach 15 Dosenbier. Und dann haben wir Dosenbier dazugepackt und dann Partyrock und Dosenbier. War eine coole Geschichte. Partyrock und Dosenbier, das ist unsere Welt.